die, sorry. In the car, home. Så, jetzt haben wir dich noch daher. Du, ich muss sitzen bleiben. Ich glaube nicht. Und dennoch, nein, es braucht lebendiges Wasser. Bäume und frische Feigen, Pinienadeln, Sterne in den geehrten Herzen, Myrrhe und Weihrauch, Sirenen aus der Meerestiefe, freie Beine, freie Arme, freie Brust, Haar und Fell im Winde frei, Lauf und Kampf frei. Hoch und hoch, 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 sangen auf der Bank die traurigen Männer, die sich hin und her wiegten. So blieben sie leidend um ihr eigenes Unglück und leidend um das Leid der gekränkten Welt im nackten Grabgewölbe des Weins beisammen und mochten wie Geister sein, die endlich diese Welt der Leiden und Kränkungen verlassen haben. Auf dem Erdboden neben dem Kohlebecken saßen die beiden Burschen ohne Wein und weinten. Nicht. Wer ist das? Also, ich bin es. Nacht und Macht und Morgen. 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 Honigrauch. Honigrauch. Für mich auch. Fruchtsaft von Honigrauch. Irgendwas scheißt da dauernd ein und dann... Ja, aber was ist es? Das Ziel wäre eine Welt... Nein, ja. Na was? Eine, ja, aber du wirst nie eine Welt ohne Kränkung zusammenbringen, ne? Was heißt das? Glaubst du nicht daran? Wer kriegt überhaupt keine Welt zusammen? Wer kriegt denn schon eine Welt zusammen ohne Kränkung? Was heißt das? Nee, das heißt das. Du kriegst keine Welt zusammen ohne Kränkung. Für eine Spontanität. Für das, was uns. Soll ich sie schicken? Ich telefoniere nur Auskunft, weil ich die Nummer nicht kriege. Ich hab's auch keine Nummer, ja? Natürlich nicht. Nicht, aber mit dem. Na was? Mit oben habe ich eine Nummer. Ja. Aber das lebendige Wasser, was ist das für dich? Was ist jetzt wieder? Ja, ich habe keine Nummer, ich habe jetzt 7 Schilling vertelefoniert, ich den Scheiß raus. Er hatte schon 6 Becher getrunken. Ezechiel und der Scherenschleifer hatten 5 getrunken. Ich war noch immer bei meinem 4., der fast voll war. Der 4. Täuscht euch nicht. Täuscht euch nicht. Was? Ezechiel. Aber die Kränkung der Welt, die schrecklichen Kränkungen der Menschheit und der Welt, erzähle. Ich, wie gesagt, war noch bei meinem 4. Becher. Beim ersten Schluck daraus hatte mich etwas zurückgehalten. Ich konnte nichts mehr trinken. Ich konnte nicht weiter...
Und